Das ist unser Roboter zum Würfellösen von so einem 3x3 Würfel. Das ist der LXT, mit dem wir den steuern, sowas wie das Gehirn. Der hat nur drei Ports und einen für Sensoren, aber wir haben nur drei Motoren, das ist eine Einschränkung. Die drei Motoren haben wir dafür verwendet, um den Würfel zu kippen, ihn zu drehen oder ihn zu verändern, aber nur auf der unteren Ebene. Dafür kommt hier sowas wie eine Schiene und wenn man den Würfel dann dreht, auf dem unteren Motor, dann wird er verdreht auf der unteren Ebene. Deshalb dauert das etwas länger, den Würfel zu lösen, weil wir halt nur immer ein was lösen können. Und danach den Würfel wieder mit dem Kippmotor kippen müssen. Mit dieser Schiene, die den Würfel festhält, wird auch noch ein Lichtsensor ausgefahren. Den kann man entweder auf die Mitte oder auf das Äußere hier richten. Und somit löst er dann halt den Würfel. Wir haben ein Programm geschrieben, mit dem der Roboter es hinbekommt, einen Zauberwürfel zu lösen. Zu Beginn des Programms wird zunächst erstmal der Zauberwürfel eingescannt. Jedes einzelne Feld wird dabei mit einem Farbsensor betrachtet. Je nachdem, welcher Farbwert dabei herauskommt, wird die Farbe durch ein Unterprogramm erkannt und dann in einem dreidimensionalen Array gespeichert. Auf diese Felder, auf diesen virtuellen Zauberwürfel können dann die Lösungsalgorithmen zugreifen. Wir lösen den Zauberwürfel schrittweise in einer der verbreitetsten Methoden. Zunächst lösen wir die weißen Kanten, die weißen Ecken, dann den zweiten Layer. Dann sortieren wir die oberen Kanten so, dass sie komplett gelb sind. Dann sortieren wir die Kanten noch richtig und dann zum Schluss noch die Ecken. Diese Lösungsalgorithmen liefern jetzt die Zugfolgen. Diese Zugfolgen werden einerseits dazu benutzt, um den Felder-Array umzurechnen, damit er immer aktuell bleibt, und andererseits werden sie in einem Aktions-Array gespeichert, in dem werden alle Züge gespeichert, die der Roboter nachher ausführen soll. Da der Roboter allerdings nicht jede Seite einfach so drehen kann, sondern immer bloß die untere Seite drehen kann und kippen und drehen, müssen die Züge umgerechnet werden. Sie werden in Kippen, Drehens und Verdrehens umgerechnet. Ein Beispiel: Wenn der Roboter diese Seite drehen will, muss er sie zuerst drehen, dann muss er sie kippen und dann kann er sie drehen. Man sieht schon, dass sich dabei die Lage des Würfels ändert. Während jetzt Weiß noch oben ist, ist Weiß jetzt vorn. Das muss man alles mit bedenken bei der Umrechnung. Dabei wird auch jedes Mal der Felder-Array umgerechnet. Das macht die Sache relativ rechenintensiv für den Roboter. Deswegen braucht er für das Lösen, auch wenn es nur virtuell ist, relativ lange bereits. Damit das allerdings nicht so ins Gewicht fällt, führen wir, während er noch die letzten Züge rechnet, bereits die Züge real aus. Wir benutzen dabei sozusagen zwei Tasten, die parallel laufen. Das verkürzt die Zeit enorm, da er zum realen Lösen des Zauberwürfels immer deutlich länger braucht als zum virtuellen Lösen. Dadurch ist es egal, wie lange er zum virtuellen Lösen braucht.